Heute kann man sagen, sind Aufstellungen eigentlich wieder so ein fester Bestandteil von Therapien. Zumindest was ich so mitkriege, kann sein, dass es bei dem einen oder anderen schon wieder am Abflauen ist. Aber das kommt und geht immer wieder. Es gibt auch unzählige Weiterentwicklungen seit Bert Hellinger. Also das heißt, also die Aufstellungen mit Personen, das bezieht sich jetzt auf die Aufstellung mit Personen. Da gibt es wirklich ganz viele Verzweigungen. Und was ich ganz besonders gut fand, ist, dass man von den anfänglichen Soll-Positionen bei Aufstellungen, dass man da endlich weggekommen ist. Also, dass man Aufstellungen danach beurteilt, wo ist jetzt die Ehefrau, wo ist der Vater, wo sind die Kinder. Die Kinder müssen immer sozusagen vor einem stehen, die Ehefrau links von einem und die Eltern müssen dann hinter einem stehen und die Ahnen auch. Und diese Sollvorgaben, das macht für mich gar keinen Sinn, weil ich möchte eine Momentaufnahme haben von dem, was da energetisch passiert, was dieser eine Klient energetisch empfindet. Von daher sind diese starren Soll-Positionen, an denen habe ich mich immer gestoßen und die hat man dann Gott sei Dank mal verlassen. Auch ist man abgekommen von diesen überbordenden Deutungen seitens der Therapeuten, weil man auch verstanden hat, dass es eine enorme Fehlerquelle ist, wenn man sich da in der Interpretation vergaloppiert, weil eben jede Deutung auch irgendwo eine kognitive Deutung ist und nicht unbedingt eine, die aus der Intuition oder aus der Angebundenheit kommt. Und da ist es heute so, dass man sich da etwas zurückhält und das finde ich auch gut so. Es ist heute viel mehr im Vordergrund bei den Aufstellungen das Erleben der Struktur und das gilt umso mehr für die Art und Weise der Aufstellung, wie ich sie mit den Ampullen entwickelt habe. Das heißt also, wir transportieren sozusagen Gefühle und Haltungen der Stellvertreter und die ist dann auch objektiv gesichert, weil wir eben mit den spagyrischen Testfiolen arbeiten und nicht Personen, die sich von sich selbst gar nicht distanzieren könnten. Die Pflanzen, die wir hier verwenden, also die Testfiolen, die stehen dann stellvertretend für ganz bestimmte Haltungen, bezogen auf ihre psychogenen Botschaften, zu denen natürlich auch die Emotionen gehören, die Emotionen, die sich hinter diesen Botschaften verbergen. Also diese Botschaften, die dann hier transportiert werden, die sind natürlich also deutlich konkreter, detaillierter, klarer, als man mit Menschen rüberbringen könnte. Vor allem, wenn ich jetzt aus einer Gruppe von Menschen jemanden nehme und sage, aha, du könntest mein Vater sein und ich stelle dich mal auf, stellvertretend für meinen Vater. Und der bringt aber eine bestimmte Emotion schon mit, weil er heute Morgen schon, was weiß ich, Ärger mit seinem Arbeitgeber gehabt hat. Und vielleicht, wenn ich ihn als Vater bezeichne und sage, jetzt ist schon wieder einer, der mich als Vater bezeichnet und ich will das eigentlich gar nicht sein. Das sind so persönliche Dinge, die dann immer reinspielen in solche Aufstellungen, die dort eigentlich nichts zu suchen haben. Also eigentlich müsste man bei Aufstellungen mit Personen die Personen genau schulen und aussuchen und prüfen, ob die überhaupt einsetzbar sind. Aber das macht natürlich kein Mensch, weil jeder froh ist, dass er überhaupt eine bestimmte Anzahl von Personen im Raum hat, die man gebrauchen kann. Der Begriff Familienstellen, wie man früher die Aufstellungen genannt hat, der ist natürlich also längst überholt. Auch der Verweis auf Hellinger, da gibt es inzwischen ganz andere. Also es gibt rund 80 Formen der systemischen Arbeit, die man als systemische Strukturaufstellungen bezeichnet. Die können wir uns mal ganz kurz anschauen, ohne jetzt im Detail uns damit zu beschäftigen. Aufstellungsthemen sind zum Beispiel problematische Paarbeziehungen. Das ist so mit Sicherheit das meiste, was am meisten vorkommt. Oder innere mit äußeren Konflikten. Ja, es ist ja immer, der Konflikt im Außen ist ja letztendlich immer ein Spiegel des Inneren. Das kann jetzt ein Konflikt in der Familie, im Familiensystem sein. Das kann ein Konflikt im Haus sein oder Arbeitsplatz. Man kann auch ganze Firmen aufstellen. Ja, der Chef kann auch seine Mitarbeiter aufstellen. Also da kann man sehr viel damit machen.
Gerne natürlich auch tiefe seelische Blockaden, welche Art die auch immer haben. Also wo wir merken, dass wir im Leben irgendwie nicht weiterkommen. Und vor allem, wenn wir denn nicht wissen, wo denn die eigentliche Blockade ist, was das für eine Blockade ist. Wir spüren nur, dass es eine Blockade ist, aber wir wissen nicht, was. Und vor allem, besonders schön finde ich Aufstellungen immer, wenn wir wirklich keinen blassen Dunst haben, was sich dahinter verbirgt. Das ist immer wunderbar. Er hat gezogen die Lobelia für sich, für seine Befindlichkeit. Und als er die gezogen hat, bin ich jetzt gar nicht so wach geworden. Und die Lobelia ist jetzt nicht gerade eine Pflanze, wo ich alle Details auch bei mir auf dem Schirm hätte. Und ich habe dann auch nachgeschaut, also als er weitergemacht hat, dann nachgeschaut. Und da hat es mir einen tiefen Riss gegeben, weil Sie werden gleich sehen, die Lobelia steht nämlich für, also Krämpfe, Spasmen, das wusste ich, Neuralgie, Nervensystem, Vagusnerv. Ich erkläre gleich, warum. Also die Lobelia ist eine spezielle Pflanze, die für den Vagusnerv ist. Und sie steht energetisch für die Einengung durch verhinderte Expansion. Ein unpassender Rahmen, der den Weg versperrt. Gut. Und jetzt ist es so, dass der Vagusnerv ist zuständig, wenn der aktiviert wird, also wenn der in einer, wie soll ich sagen, in einer Blockade ist, sorgt er für die Fehlstellung des Atlas. Und die Fehlstellung des Atlas erzeugt eine Ischialgie. Und das fand ich also hochspannend, dass er eine Pflanze zieht, die definitiv genau körperlich auch dieses Thema repräsentiert und auch energetisch. Also da habe ich nicht nur eine Gänsehaut gekriegt, sondern eine doppelte Gänsehaut, weil das ist mir so in der Art nur einmal passiert. Das war jetzt dann das zweite Mal und das finde ich schon fantastisch. Also da merkt man schon, dass Aufstellungen etwas Wunderbares sind und das könnte man gar nicht erfinden eigentlich. Okay, also eine glasklare Sache. Das ist seine Befindlichkeit, wissen wir. Also wir wissen sogar schon Ansätze, dass Einengung durch verhinderte Expansion, unpassender Rahmen, der den Weg versperrt, ist ziemlich klar, mit was diese Neuralgie, diese Ischialgie zu tun hat. Gut. Dann habe ich den Ischias-Schmerz aufgestellt und da kam die Thuja. Und die Thuja, wer die Pflanze kennt, dann weiß er schon, was da jetzt kommt. Die Thuja steht also in allererster Linie für ein großes Abgrenzungsproblem. Sicherlich auch ein Mangel an Selbstvertrauen, aber es ist vor allem das große Abgrenzungsproblem. Deswegen ist ja die Thuja auch eine Hautpflanze. So, bei der Thuja ist es so, die Thuja ist eine Pflanze für Menschen, die das Leben, was sie vorfinden, draußen eigentlich ablehnen. Ja, sie sagen, das ist nicht das Leben, was ich leben wollte, also sie lehnen das ab. Und trotzdem bleiben sie natürlich in diesem Leben, trotzdem bejahen sie die Existenz auf dieser Erde, aber eigentlich lehnen sie das ab. Und die Thuja sagt aber auch, dass die Selbstentfaltung in Gefahr ist. Und die Thuja deutet auch immer an, wenn sie gezogen wird, dass vielleicht auch eine schwindende Lebenskraft da ist oder schwindende Lebensenergie oder man könnte auch sagen, eine schwindende Zustimmung zum Leben. So könnte man es auch formulieren. Also das sind jetzt keine erfundenen Stichwörter, sondern das sind Stichwörter, die, wie sie tatsächlich bei der Thuja in der Datenbank oder im Buch zu finden sind. Große Abgrenzungsprobleme, Mangel an Selbstvertrauen, Selbstentfaltung in Gefahr. Also hier steht jetzt Selbstentfaltung in Gefahr und da haben wir schon gemerkt, hier Einengung durch verhinderte Expansion. Unpassender Rahmen, der den Weg versperrt. Also wir merken ganz deutlich, um was es hier geht. Ja? Schon allein mit den zwei Pflanzen, also die anderen waren ja alle noch gar nicht da, schon allein mit den zwei Pflanzen weiß man eigentlich schon, um was es geht. Das ist ja wunderbar. Gut, dann habe ich gesagt, okay, dann ist das Ganze irgendwo eine Belastung. Stellen wir doch mal die Belastung auf. Ja? Was ist denn da so wirklich so belastend an diese, oder wo kommt denn die Belastung eigentlich her? Ja? Wir wissen,
verhinderte Expansion, wir wissen, Selbstentfaltung in Gefahr, aber wo ist denn der Kern von dieser Belastung? Und da hat er die YAGE gezogen, also YAGE ist ja die Banisteria capi. Und was sagt uns diese Pflanze? Die sagt, die wirkliche Wirklichkeit, Illusionen, Vision, Nervensystem. So, jetzt könnte man sagen, verstehen wir nicht. Ja? Ich erkläre es gleich, was es bedeutet. Also erstmal ist es auch ein Hinweis des Nervensystems, heißt, dass das Nervensystem belastet ist, ja, wodurch auch immer. Jetzt hat die IAG das Stichwort die wirkliche Wirklichkeit. Die wirkliche Wirklichkeit, wenn die wirkliche Wirklichkeit eine Belastung ist, dann waren vorher Illusionen da, in denen man sich zwar eingebettet hat, wo man geglaubt hat, dass die Welt so irgendwie in Ordnung ist, aber die Illusionen sind dann zerplatzt und die wirkliche Wirklichkeit ist sozusagen vor die Augen getreten.